Alles okay. Keine Sorge, er wird bald hier sein. Ich verstehe schon, ihr habt viel gemeinsam. Die Computer-Hacks, das Auge Gottes, Geeks, Nerds, die Conne, ihr wisst schon. Aber wir haben auch viel gemeinsam, oder? Was denn so? Wir kommen irgendwo rein und der Raum ist voller Sexappeal. Wir stehlen die Show, wir beide nebeneinander. Das ist der Knaller. Das sind wir. Ich will dir jetzt mal eine ehrliche Frage stellen. Wird die Nummer hier die Rache der Eierköpfe oder The Dark Knight? Ha? Um ehrlich zu sein, ich mag euch beide. Ja, Baby, genau, ja, das wollte klar, ich hören, das ist bewusst, ehrlich. Aber bevor wir hier weitermachen, würde ich euch gern eine Frage stellen. Du darfst mich alles fragen. Alles. Wie heiße ich mit Nachnamen? Wenn ihr das rausgefunden habt, dann könntet ihr mir ja Bescheid geben. Der wird irgendwann Parker sein. Das ist es doch, worauf es ankommt, schon, oder? Jones. Mrs. Parker. Hey, Mrs. Parker. Hey. Letty. Ich wollte Ihnen danken. Nicht nötig. Cypher ist immer noch auf freiem Fuß, offensichtlich in Athen, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir sie finden. Dank Ihnen allen. Also habe ich ein Geschenk mitgebracht. Das kann nichts Gutes heißen. Volle Rehabilitierung. Sie haben Ihren Job wieder. Natürlich nur, wenn du ihn willst. Wenn ich ihn will. Wissen Sie, nach 16 Jahren ist es Zeit für eine kleine Pause. Wow. Daddy hat vor, zu Hause zu bleiben. Nobody? Melden Sie sich mal. Na, sieh mal an. Könnte interessant werden. Woher wusstest du, dass ich euch helfe? Wegen deines Bruders. Mir ist aufgefallen, wie du Cypher angesehen hast. Mir war klar, du willst Rache. Dann hatte ich eine gute Idee. Ich kann's nicht glauben, dass du bei meiner Mutter warst. Hey. Dir ist doch klar, dass mein Sohn nur für Amerika boxt, oder? Hey, hör zu. Ich wollte ihm eben was schenken. Der Kleine ist mir ganz schön ans Herz gewachsen. All die Aufregung wegen dir. Ja. Elena, ich habe dir versprochen, dafür zu sorgen, dass er sicher ist. Und jetzt wird er es immer sein. Ich will dich gerne dem wichtigsten Menschen in meinem Universum vorstellen. Einem Menschen, der mich nie aufgegeben hat. Er ist wirklich süß. Ihr habt mich sagen hören, dass man sich nie von der Familie abwendet. Und ich möchte euch allen danken, dass ihr euch nie von mir abgewendet habt. Willst du sie kennenlernen? Alles klar. Darf ich vorstellen? Das ist Brian. Ich denke, ich bin heute mit dem Tischgebet dran. Wir danken dir, dass du uns diese Familie schenkst. Wir sitzen hier und loben dich. Danke, dass du uns die Kraft gibst und die Stärkste. We put the good in the good.